hallo ihr Lieben. Ich wollte euch heute mal meine Manga-Sammlung zeigen, also die komplette. Und ich habe es hier nach Verlegen sortiert, also ja, einiges. Ich fange in den ersten Reihen an, also ich habe es auch manchmal doppelt stehen und dann, ja, zeige ich das hintere später. So, hier erstmal Tokyopop und zwar hauptsächlich Boys Love. Ja, ich mag ziemlich dolle Boys Love und habe es dann auch hier gleich so sortiert. Als erstes Mangas von Hinako Takanaga. Sie ist meine Lieblingsmangaka auf dem Gebiet, so kann man sagen. Also einmal hier Kleiner Schmetterling. Die Complete Edition, 3 Bände in einem. Finde ich ein bisschen zu viel in einem. Aber ja, ich habe es jetzt halt billig gekriegt. Deswegen ist es ein wunderschöner Manga. Also einer meiner Lieblinge von ihr. Echt wunderschön. Dann ein paar Einzelbände, Skizzen der Liebe, Traumboys, dann meine, man kann sagen, drittliebste Reihe von ihr, Ohne viele Worte, Band 1 bis 4. Der vierte ist ja letztens erst rausgekommen, auch in einer Special Edition, so. Da war so ein kleines Heftchen dabei, das kommt später noch, das habe ich woanders hingestellt, damit das hier nicht so verloren geht. Und ja, ist ja noch nicht abgeschlossen. Mal sehen. Dann ein Einzelband, Verliebt in Osaka. Der war ganz nett, aber jetzt nichts so Besonderes. Dann meine Lieblingsreihe von ihr, Verliebter Tyrann, Band 1 bis 8, aber mir fehlt die 5. Die muss ich bei Gelegenheit ja mal nachkaufen, aber ich habe alles gelesen, also die Reihe ist echt super. Und es soll ja irgendwie noch weitergehen. Und in der letzten Tokyopop-Preview stand ja irgendwie, dass Band 9 rauskommt. Kam dann aber nicht. Und ja, da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Ja, weiß da vielleicht einer was Genaueres? Ja. Dann Küss mich, Student. Ihre erste Reihe, soweit ich weiß, in diesen Doppelbänden. Hat mir auch sehr gut gefallen. Der Zeichenstil ist noch etwas unausgereift, aber es geht. So, dann Stupid Story von Anna Hollmann, einer deutschen Mangaka. Aber ich muss sagen, es ist das Beste, was ich je von einer deutschen Mangaka gelesen habe. Es ist unglaublich witzig, also ich habe mich echt schief und krumm gelacht. Und es kommt ja... demnächst auch ein Artbook dazu raus, werde ich mir auf jeden Fall holen. Und eine Schuber Edition, was ich ziemlich schade finde, da ich es ja jetzt schon habe. Und ja, weiß nicht, ob ich dann nochmal so viel Geld ausgebe irgendwie. Ja, dann In the End von Pink Psycho. Die Zeichnung, ich glaube, da hat auch Neira mitgemacht. Und von dem habe ich ein Artbook. Das zeige ich nochmal in einem Artbook-Video. Und ich finde die Zeichnung einfach mega schön. Und auch die Geschichte fand ich total toll. Natürlich sehr traurig. Es ist ein Drama, aber echt wunderschön. Dann ein Einzelband mit Kurzgeschichten. Fundbüro der Liebe. Ah, fand ich jetzt nicht so dolle. Muss man jetzt nicht haben. Ebenso wie Skylink. Da war, glaube ich, eine große Geschichte drin. Und zwei kleine. Ein bisschen besser als Fundbüro der Liebe, aber jetzt auch nicht so. Aber die Zeichnungen waren sehr schön von Shiro Yamada. Der hat ja jetzt auch eine Reihe rausgebracht, die kein Boys Love ist. Resist Destiny. Die habe ich zwar nicht, aber die Zeichnungen sind sehr schön. Dann noch ein Einzelband, Heartstop von Oikuchiyo. ja, der war auch ganz nett. Dann Love Stage, Band 1 und 2 von Aiki Aiki und Taishi Tsao hat die Zeichnung gemacht. Und der ist wirklich super toll. Da kommt ja auch noch ein Anime raus und ich kann es kaum erwarten. Also der ist wirklich ganz toll. Freue ich mich auf jeden neuen Band. Dann Capital of Flowers von Rihito Takarai. Ihre Zeichnungen sind einfach nur wunderschön. Und ich kann es jedem nur empfehlen. Also... die Zeichnungen sind wunderschön, die Geschichten sind wunderschön und ich werde mir auch noch Only the Flower Knows hat sie gemacht. Das werde ich mir noch holen. Ich habe es schon gelesen, aber jetzt würde ich es mir auch noch kaufen. Dann In These Words, Band 1 und 2. Das ist etwas härteres, also es ist auch ab
18. Ja, sieht man jetzt nicht. Aber es ist wirklich unglaublich spannend. Es ist ein bisschen mit Thriller, könnte man sagen. Es geht halt um so eine Krimi-Geschichte auch. Und es ist wirklich sehr spannend und gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich kann es kaum erwarten, dass der neue Band rauskommt, was aber noch dauern wird, da dieser hier erst letztens erschienen ist. Ja, bei Deadlock hier geht es auch kaum weiter. Da ist die Geschichte echt toll und sowas im Gefängnis. Ja, also ich mag die Geschichte ziemlich. Dann von Ri Honju, Tränen im Schlaf, ein Einzelband. Ja, war jetzt nicht so doll. Waren auch Kurzgeschichten und ich mag Kurzgeschichten einfach nicht. Also es ist nichts Halbes und nichts Ganzes und da kann man sich nicht so in die Figuren hineinversetzen und so. Und ja, mag ich nicht so. Ja, hier vorne stehen dann noch so ein paar Figürchen von Cardcaptor Sakura. Habe ich irgendwo im Keller ausgekramt. Keine Ahnung, wo die herkamen, wo ich die habe. Standen da auf einmal. Bumm, und schon waren sie da. Da ist noch eine. Und hier liegen dann noch ein paar Tüten. Die zeige ich vielleicht nochmal später. Ich zeige irgendwann noch so Krimskrams-Poster und sowas. Ja. So, dann hier in der nächsten Reihe ist Egmont und ein Carlsenbad. Einfach, weil er die gleiche Größe hatte wie Egmont. Und ja, hier noch ein paar kleine Pokémon-Figürchen, auch irgendwo ausgekramt und dachte ich mir, ja, bevor sie irgendwo verstauben, kann ich die da mal hinstellen, obwohl sie auch nicht besonders sauber ist, ja. Staub, mal wieder wischen. Ja, dann hier als erstes Sonnensturm von Juji Anya oder so, wie man diese Namen. 1 bis 3, eine ziemlich interessante Geschichte. Also es ist so Science-Fiction-mäßig. Die Männer sind ausgestorben, was ich ja sehr interessant fand. Allein deswegen musste ich diesen Manga irgendwie kaufen, wegen dieser komischen Story. Und das hier scheint mir so eine Art Rückenbild zu werden. Es ist zwar nicht ein Bild wirklich, aber immerhin etwas. Die Hoffnung bleibt, dass irgendwann die Rückenbilder zurückkehren. Ja, also es ziemlich interessant, auch wenn die Bände sehr dünn sind und der Zeichenstil nicht so schön, kann ich es doch empfehlen. Das ist mal was anderes. Dann die Zusatzbände zu Mirai Nikki, Mosaik und Paradox. Ich habe die Serie, also den Anime gesehen und dachte mir, ja, ich muss jetzt nicht noch den Manga haben, mein Geld ist eh schon so knapp. Und dann habe ich mir nur die Zusatzstories geholt, auch wenn ich Paradox immer noch nicht gelesen habe. Na, Schande über mich. Aber das kommt noch irgendwann. Irgendwann. ja. Hier dann Liar Game von Shinobu Kaitani. 1 bis 7. Ist eine sehr interessante Reihe, auch wenn der Zeichenstil echt für mich unterirdisch ist. Also, es geht noch. Ja, irgendwie, ich mag den nicht. Deswegen sehen die Cover wahrscheinlich auch alle gleich aus. die Geschichte ist sehr, sehr spannend, aber ich komme nicht immer mit. Das ist manchmal ein bisschen verzwickt und man muss nachdenken. Und ja, es ist eine gute Reihe, aber ich bin echt gespannt, wie das noch weitergeht. Dann The Sacred Blacksmith. Eine sehr coole Reihe. Also so Rittergeschichten, sage ich mal. Es spielt halt in dieser Ritterzeit und ist ziemlich cool gemacht. Auch mit einer Frau als Hauptcharakter hier, Cecilia. Und ist eine coole Story mit einem schönen Zeichenstil. Kann ich empfehlen. dann Loveless, Band 1 bis 11 von Jun Kuga. Sieht man echt viel zu selten in irgendwelchen Sammlungen. Es ist wirklich eine super niedliche, aber auch ernste Geschichte. Und viele meinen, es wäre Boys Love. Beziehungsweise Yaoi, aber es ist höchstens leicht angehauchtes Shonen-Ei. Es geht wirklich nicht hauptsächlich darum, also hier und da nebenbei, aber mehr als ein Kuss kam, glaube ich, bisher auch nicht vor und das war auch schon nicht besonders. Also es ist wirklich Fantasy, auch wenn zu meinem Erschrecken da hinten Romance drauf stand, was meines Erachtens nach völlig falsch ist. Es ist Fantasy, mit so ein bisschen Action drin, könnte man sagen. Und es ist einfach nur eine total schöne Geschichte mit süßen Katzenöhrchen. Dann Attack on Titan. Klar,
wer hat die nicht oder so. Naja, also der Zeichenstil hat mich ein bisschen enttäuscht. Das Cover und alles ganz schön, aber innen drin, naja. Aber der Anime war einfach so gut und ich musste ihn einfach haben und ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Ich will nicht auf die zweite Staffel warten. Und ja, ich musste ihn einfach haben. Und das ist auch eigentlich Carlsen, also der steht hier nur, weil er die gleiche Größe hat und ich es einfach eigentlich nach Größe ordne und ja. Dann Noragami, Band 1 bis 7 von Atachitoka und der ist echt Hammer. Also es gibt auch ein Anime dazu, den kann man sich ja mal angucken, wenn man nicht weiß, ob man die Serie kaufen soll, weil die ist auch schon ein bisschen teuer, 7,50. Da, ja, sieht man nicht, egal. Hier, Zeichenstil. Ist ein sehr schöner Zeichenstil, also. Und die Geschichte ist richtig toll. Also, ich finde die richtig schön. Dann Kyokai no Rinne von Rumiko Takahashi, Band 1 bis 9, 11 und 13. Da bin ich noch am Nachkaufen. Ich habe jetzt bis Band 6 gelesen, also bis Band 5, und den habe ich so ein bisschen hervorgezogen, damit ich weiß, hier muss ich weiterlesen. Also ich bin ein riesen Rumiko Takahashi-Fan, aber die Reihe hat mich jetzt noch nicht so ganz überzeugt. Also sieht man auch nicht so oft. Mir fehlt noch so ein bisschen das Ziel der Reihe. Also ich weiß noch nicht so ganz, wo das hinführen soll. Und ja, aber sonst eigentlich immer ganz lustig. Ja, kommen wir hier auch runter. Immer noch Egmont, und zwar mein Rumiko Takahashi-Fach, kann man sagen. Also hier Inuyasha. Da hinten, das ist zweireich, sind die ganzen restlichen Bände von Inuyasha. Also ich habe alle 1 bis 56. Ich denke, die muss ich jetzt auch nicht extra noch zeigen. Ja, Inuyasha ist einfach, es war mein erster Anime, den ich geguckt habe. Und auch mein erster Manga. Ich glaube, es war Band 29 oder so. Und ja, Inuyasha ist einfach toll. Es ist einfach auch nostalgisch pur bei mir. Und ja, ich habe es schon in der Grundschule gelesen und ja, Inuyasha ist einfach toll, also, ja. Genauso wie Ranma 1/2, hier Band 1 bis 38, vollständig. Leider, eine meiner schlechten Erfahrungen auf eBay, ist ziemlich angefressen. Ich habe es gebraucht gekauft und es stand leichte Gebrauchsspuren und dann sehe ich da sowas bei Band 1. Und das fand ich echt traurig, dass manche Ebayer es einfach nicht angeben wollen, wenn da mehr als nur leichte Gebrauchsspuren sind. Und ja, ein paar andere Bände sehen auch nicht besonders gut aus. Also Band 4 hat hier auch so Wasserschadenspuren oder irgend sowas. Und ja, traurig, aber naja. Innen drin ist ja noch alles okay und die Reihe ist echt super. Auch wenn ich mir vom Ende ein bisschen mehr erhofft hätte, aber trotzdem, es ist Rumiko Takahashi. Ja, dann hier noch so ein paar Lückenfüller. Also einmal Deer und einmal Mädchenherz. Ja, ich bin nicht so der Romance-Fan, aber ja, so für zwischendurch ganz nett. Ich mag so kitschiges Zeug einfach nicht und es gibt ein paar Romans, die ich echt gut finde, aber hauptsächlich lese ich dann doch lieber so Mystery und Action und sowas. Ja. Dann hier Tokyo Pop. Auch zweireich, die zweite Reihe kommt später. Erstmal hier Bloodlet, Band 1 bis 9 und Bloodlet Red. Alles in Farbe. Und hier auch der Shuba. Es kommt ja jetzt auch noch ein zweiter Shuba raus, wo dann Band 6 bis 10 drin sind. Ich hoffe, es ist so wie beim ersten Shuba, dass man konnte ja beim ersten irgendwie so ein Bild von sich mit den Mangas einschicken und hat dann den Shuba bekommen, wenn man die schon hatte. Weil ich finde es jetzt echt doof wieder für die, die dann weitergekauft haben, so wie ich. Und dann, ja, habe ich keine Lust nochmal 36 Euro nur für diesen Pappschuber auszugeben. Ja, aber nichtsdestotrotz eine super Reihe. Auch wenn ich Band 9 noch nicht gelesen habe. Es war ein bisschen verwirrend, muss ich sagen, weil hier so Band 8 oder so irgendwas hätte dann ein bisschen länger gedauert. Und dann kam ich nicht mehr so ganz hinterher und naja. Dann Ame und Yuki.